Fred von Fettspielen und ich begrüße euch zum nächsten Fettspielen.de Wissensquiz Let's Play. Es geht um Udo Jürgens, der ist ja 80 geworden in der Woche und das hat mein Team offenbar zum Anlass genommen, ihm dieses Quiz zu schenken, dieses Spiel zu programmieren, anlässlich seines runden Geburtstages. Ehrenhalber gibt es jetzt also ein Udo Jürgens Spiel auf Fettspielen.de und ja, jetzt bin ich natürlich in der überaus dankbaren Lage, mein Wissen testen zu müssen zu Udo Jürgens. Das wird wahrscheinlich nicht weit sein. Ja, komm, probieren wir es mal. Wo wurde Udo Jürgens geboren? Okay, ich weiß, dass er ein Österreicher ist. Also scheidet Erfurt, Deutschland und Zürich, Schweiz schon mal aus. Ist Klagenfurt in Österreich? Das weiß ich nicht mal. Es könnte aber sein. Wollen wir es mal machen? Ja, war sogar richtig. In welchem Jahr kam Udo Jürgens zur Welt? So, jetzt heißt es rechnen. Da er seinen 80. gefeiert hat, müssten wir eigentlich nur ein bisschen Kopf rechnen. 34. Alles klar. Was trägt Udo Jürgens am Ende seiner Auftritte? Oh, das habe ich schon mal gesehen, irgendwie im Fernsehen. Mit Bademantel ist er da mal dabei, ne? Jawohl. An welchem Instrument begeistert Udo seine Fans? Das ist das Klavier. Hat er nicht sogar so ein weißes Piano? Ja. Boah, ich habe es ja alles richtig beantwortet. Das ist ja heftig. Okay. Für was erhielt Udo Jürgens 2013 einen Bambi? Bestimmt Lebenswerk, oder? Ich meine, in dem Alter, da wird man auch mal gerne für sein Lebenswerk ausgezeichnet. Grün, geil. Sein wievieltes Studioalbum veröffentlichte Udo 2014. Oh, das ist bestimmt richtig viel. Aber ob es jetzt auch was Rundes ist, weiß ich nicht. Vielleicht 42? Boah, richtig. Wie heißt Udo mit bürgerlichem Namen? Oh, ich dachte sogar, da hieß eigentlich Udo Jürgens. Aber das scheint offensichtlich sein Künstlername zu sein. Tja. Keine Ahnung, vielleicht Jürgen Udo Bockelmann, das klingt doch mal was. Ist richtig. Wie viele Kinder hat Udo Jürgens? Ja, so als Rockstar, ja, oder Schlagerstar hat man doch bestimmt schon einige Ehen hinter sich und ein paar Kinder da auch. Ich würde mal sagen 6. Oh, nein. Wie hieß die erste Frau von Udo Jürgens? Keine Ahnung. Miri. Auch falsch. Wen heiratete Udo 1999? Weiß ich doch auch nicht. Oh, jetzt zum Schluss habe ich leider alles verbockt, aber ich hätte niemals gedacht, dass ich tatsächlich 7 Punkte in einem Udo Jürgens-Quiz erreiche. Das ist schon mal nicht schlecht. Klavierlehrer war ich sogar mal, passt doch auch ganz gut. Und ich würde sagen, dann nehmen wir das einfach mal so hin. Aber die letzten drei Fragen, gerade wenn es so Richtung Klatsch und Tratsch und so geht, da habe ich Federn gelassen. Das könnt ihr vielleicht besser. Geht auf fettspielen.de, spielt dieses Spiel, stellt euer Wissen unter Beweis und vielleicht knackt ihr die 10-Punkte-Marke. Bis dann, euer Fred von Fettspielen.